Passen alle Einstellungen. Jetzt sehe ich schon. Alles super, ja? Ton ist auch dabei. Also alles am Start, ja? Sagen sie ja immer alle bei YouTube. Bei denen ist immer alles am Start. Ne? Okay. Bei den ganzen YouTubern. Da wir auch YouTuber sind. Ja, wir müssen dem Trend folgen, ne? Mhm. Ja. Alles ist am Start. Kamera ist am Start. Licht ist am Start. Ich bin am Start. Und Patches sind am Start. Wie ihr eben schon im Porn gesehen habt, haben wir jetzt endlich mal Patches im Angebot. Und zwar limitierte Auflage, 100 Stück von jeder Version. Ne? Höchst limitiert. Einmal den ganz normalen klassischen Totenschädel von unserem Logo. Und einmal den ACS, YouTube-Kanal Polygonenschädel, ne? Den Hannes mal irgendwann gemacht hat. Diese zwei Versionen gibt's. Von jeder Version 100 Stück. Könnt ihr bestellen. Jetzt. Ab heute. Ne? Ab Video-Veröffentlichung, also jetzt, wo ihr das seht, könnt ihr das direkt bestellen bei uns per WhatsApp. WhatsApp-Nummer ist ja neuerdings auch in der Videobeschreibung, per E-Mail und auch über Patreon. Bei Patreon gibt es noch einen besonderen Hinweis, und zwar bekommen die ganzen Patronen. Die heißen wirklich Patronen. Die heißen wirklich so. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das noch sagen müssen. Die bekommen alle Prozente darauf. Ja? Also ein Patch kostet 5 Euro inklusive Steuer, zuzüglich Versandkosten. Und die ganzen Patronen bekommen den Tierstufen entsprechend unterschiedliche Prozente. Das heißt von 10% bis 40% auf diese Patches. Dazu müsst ihr allerdings dann natürlich beim Bestellvorgang, wenn ihr uns eine E-Mail schickt, ja, bei WhatsApp schreiben, haben wir ja gesagt, geht ja dann nicht bei Patreon, weil sonst könntet ihr ja einfach als Nicht-Patrone, könntet ihr dann gucken, wer da so rumschwirrt und dann einfach den Namen angeben und gut ist. Nein, das geht dann nicht. Also ihr müsst dann, wenn ihr Prozente haben wollt und Patron seid, müsst ihr entweder über Patreon bestellen oder per E-Mail. Wenn ihr per E-Mail bestellt, müsst das die gleiche E-Mail-Adresse sein wie die ihr bei Patreon verwendet, damit wir das kontrollieren können, ja, dass ihr auch wirklich prozentberechtigt seid. Bezahlmethode ist nur PayPal. PayPal only. Direkt, sobald wir eine E-Mail bekommen, bearbeiten wir die Bestellung schnellstmöglich und innerhalb von einem Werktag müsste das dann alles verschickt sein und unterwegs sein zu euch. Kriegt natürlich Sendungsverfolgung. Alles. Genau, alles auch am Start. Ist alles am Start. So, ich gucke mal auf meinen schlauen Zettel, ob ich was vergessen habe. Nö, ne? Klar, die Version. Was war denn jetzt Version 1 und 2? Ich habe schon wieder vergessen. Warte, ich gucke kurz. Alles klar. Die Polygon-Version. Das ist Patch Nummer 1. Wenn ihr bestellen wollt, schreibt da, wie gesagt, E-Mail oder sonst was mit Patch Nummer 1, Menge 20 Mal. Patch Nummer 2 ist der klassische. Genau, einfach nur Patch Version 2, Patch Version 1 reinschreiben in die E-Mail und die Menge dazu. Natürlich Name, Adresse brauchen wir natürlich auch alles. Irgendwo müssen wir es ja hinschicken. Wir brauchen unbedingt halt die E-Mail-Adresse, wo ihr auch bei PayPal mit angemeldet seid, weil wir dann eine Rechnung erstellen und euch dann die Zahlungsaufforderung per PayPal schicken und dann braucht ihr nur noch einmal klicken und das Ding wird bezahlt an uns und dann ist gut. Gegenkontrollieren, ob alle Daten stimmen. Ja, das sicher. Ist ja. Klar. Nicht, dass wir uns verschrieben haben. Wir sind ja auch nur Menschen. Das ist nochmal alles detailliert in der Beschreibung. Genau, da steht nochmal Schritt für Schritt, wie ihr bestellen könnt und ja, dann geht's rund. Sind halt typische Hexagon-Patches. Wir haben uns mal zusammengesetzt. So gut, was könnten wir für coole Patches machen für die Community? Ich habe ein paar Teile gemacht. Und ein paar Designs. Ja, ganz viele. Das war und deshalb haben wir dann gedacht, naja gut, ihr wolltet immer mal den ACS-Patch, aber unser Team-Patch ist halt unser Team-Patch und nicht der ACS-Patch. Den gibt's nicht. Und deshalb gibt es jetzt hier, wie gesagt, die zwei kleinen Patches. Einmal, wie gesagt, unser originaler Logo-Patch, also das ist dasselbe Logo wie unser Team und das ist das Logo vom Kanal quasi. Die haben auch alle die gleiche Größe. Guck mal, siehst du das da oben hier? Das sind ja immer so Standardgrößen, ne? Genau. Und dann kann man die so schön aneinander machen. So, guck mal. Na? Super. Ja, das war's dazu. Hannes ist eben eingefallen, dass ich doch noch was vergessen habe. Und zwar kriegt jeder Patron, kriegt hier so noch so einen schönen Sticker dazu. Nur solange der Vorrat reicht. Und dann wollten wir uns ja noch einmal entschuldigen, weil ja diese Woche jetzt doch kein reguläres Video kommt. Leider Gottes. Im Laufe nächster Woche irgendwann. Ende nächster Woche. Ja. Wahrscheinlich Ende nächster Woche. Ende nächster Woche. Kannst jetzt ja mal ganz kurz einblenden. Ja. Oh, so gern habe ich noch nie ein Video geschnitten. Das neue MP7 Video Megaprojekt Bauschaum Ausrufezeichen Fragezeichen. Ich bin schon richtig weit gekommen. Also boah, richtig viele Schnitte, Effekte, alles drum und dran und ja, Motivation ist auf jeden Fall, wenn man dann mal wieder rausscrollt und sich anschaut, was man noch zu tun hat.
Ja, da geht es um die MP7, das können wir ruhig schon sagen. Ne? Genau, so. Auf jeden Fall das krasseste Umbauvideo, was wir je gemacht haben. Also wer uns da so ein bisschen bei Instagram folgt, der hat schon mitgekriegt, dass das nebenbei, ne, bei Instagram folgen, über ein Jahr her ist, oder nee, jetzt ziemlich fast genau ein Jahr her ist, wo wir das angefangen haben aufzunehmen, das MP7-Video. Und da sind zwischendurch immer wieder, habe ich da dran gebastelt, und da sind so viele Aufnahmen entstanden mit der GoPro. Da ist noch der alte Hintergrund zu sehen, mit der alten Kamera gefilmt. So lange ist das her, ne? So viele unterschiedliche, ewig lange Aufnahmen. Hannes hat schon stundenlang geschnitten und hat trotzdem noch meterlanges Videomaterial. Wie gesagt, er blendet es ja ein. Und deswegen, ja. Kommt so schnell es geht. Ja. Jetzt im Anschluss drehen wir das nächste Community-Video, Community-Gewehr-Video. Mhm. Mhm. Das verlosen wir auch noch heute im Anschluss. Also, wenn das Video irgendwann online kommt, dann weiß schon der neue Patrone Bescheid. Genau. Hoffentlich, wenn nichts schief geht bei dem Gewehr. Natürlich, wie gesagt. Das ist schon wieder, ne? Man weiß ja nie, es sind schon wieder lustige Sachen dabei. Deswegen ist jetzt 20 vor 12, wir sollten so langsam anfangen, sonst wird es wieder 3 Uhr nachts oder so. Haben wir es, ne?